Hallo, ich heiße Dina Kalfin und Sie sehen den Video-Digest zum Skyway-Projekt im Homeoffice-Format. In dieser Folge: In die Produktion von Skyway wurde eine neue Maschine geliefert, mit der die Festigkeit der Materialien für den Stringtransport getestet werden soll. Ein Großteil der Entwickler von Skyway ist in ein neues Büro in Minsk umgezogen. Das Entwicklungsunternehmen für den Stringtransport hat einen unabhängigen Auditbericht über seine Arbeit im Jahr 2019 veröffentlicht. Und nun zu den Ereignissen im Einzelnen. Eine Woche wurde die italienische Prüfmaschine Galdibini Quasar 250 an die Produktion von Skyway in Belarus geliefert, die dazu beitragen wird, die Überprüfung der Festigkeit der Materialien und Verbindungen für den Stringtransport zu beschleunigen. Nach Ansicht der Ingenieure von Unitsky String Technologies Company ist es nicht immer möglich, geeignete Materialien für die Produktion des Skyway-Transports auf dem Markt zu finden, sodass einige bereits existierende Materialien eigenständig nachbearbeitet werden müssen. Und genau dabei wird die Neutechnik dem Unternehmen helfen. Eine der Besonderheiten der Maschine ist ein Gestell, das die Vibrationen aus den durchgeführten Tests absorbiert und auch Vibrationen von benachbarten Maschinen abdämpfen kann. Dadurch kann das Testzentrum direkt in der Produktionshalle installiert werden. Und die ersten Rückmeldungen von den Ingenieuren zu der neuen Technik können Sie sich unter dem Link in der Beschreibung ansehen. Letzte Woche zogen fast alle Abteilungen des Entwicklungsunternehmens für den Stringtransport Unitsky String Technologies Company in ein neues Gebäude in Minsk um. Rund 1000 Mitarbeiter wurden auf mehr als 9000 Quadratmetern des neunstöckigen Bürokomplexes untergebracht. Der Hauptgrund für den Erwerb des neuen Gebäudes ist das Wachstum des Entwicklerteams von Skyway. Schon heute sind es mehr als 50 Struktureinheiten und mehr als 1000 Mitarbeiter. Zur Erinnerung, der Kauf des Büros wurde im Januar dieses Jahres bekannt gegeben. Der endgültige Umzug in das neue Gebäude wurde diese Woche abgeschlossen. Den Fotobericht aus dem neuen Bürogebäude finden Sie unter dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Vor einigen Tagen hat Unitsky String Technologies Company einen Auditbericht über die Ergebnisse der Arbeit des Unternehmens im Jahr 2019 veröffentlicht. Seit 2015 veröffentlicht das Unternehmen regelmäßig die Ergebnisse seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in Form eines unabhängigen Auditberichts, um die Offenheit seiner Arbeit zu zeigen. Laut des Berichts spiegeln die von Unitsky String Technologies Company vorgelegten Dokumente die Finanzlage des Unternehmens in allen Entwicklungsetappen in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Republik Belarus wahrheitsgetreu wider. Sie können die Ergebnisse des durchgeführten Audits einsehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Das waren die Nachrichten für heute. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um die nächsten Nachrichtenfolgen nicht zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen!